Ich bin das gleich nochmal. Und zwar wollte ich hier die Gelegenheit einfach mal nutzen, mal ein Statement abzugeben zu diesen immer wieder aufkommenden, vollkommen danebenen, dämlichen Kommentaren über meine Kifferei. Ja. Also das ist wirklich nichts Neues. Ich kiff seit Jahren sogar vor der Kamera, mach, was ich kann, um einfach mal zu inspirieren, dass man darüber anders denken kann. Und ich kann immer wieder nur den Kopf schütteln, wenn ich von irgendwelchen Leuten höre, ja, der Bauchi war schon wieder bekifft vor der Kamera. Schade, sonst wäre doch was Vernünftiges bei rausgekommen, wo dann, ne, wenn wir hier dann sitzen und uns solche Kommentare durchlesen, einfach nur fast weinend den Kopf schütteln müssen, weil halt ja nichts zu kiffen da war. Ja. Ich bin auch jetzt nicht bekifft. Wäre es vielleicht, wenn was da wäre. Aber da wir in Bayern sind und die Bayern halt, was das angeht, gerade die bayerische Obrigkeit sich als die größten Vollspacken irgendwie zeigen. Also ich bin nüchtern, ja. Habe auch keinen Alkohol getrunken. Ja, das finde ich am tollsten, wenn irgendwelche Leute sagen, ich soll nicht so viel kiffen, von denen ich weiß, dass sie sich mehrfach im Monat bis zur Besinnungslosigkeit besaufen. Und sorry, also, ne, also ich trinke halt so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Ab und an mal ein Gläschen Wein vielleicht oder mal ein Glas Sekt, wenn es so einen Grund zum Anstoßen gibt oder so. Und ich wollte hier mal einen Text vorlesen, den ich vor einer Weile schon geschrieben hatte, weil diese vollidiotischen Anmerkungen als Kommentare unter meinen Videos mich halt da auch zu inspiriert hatten. Und ja, da ich ja jetzt wieder Videos mache, eine Möglichkeit wieder mehr, diese Gedanken halt eben an mehr Leute zu bringen. Ich habe das damals verfasst als eine öffentliche Erklärung und die lautet so: Hiermit erkläre ich offiziell anzuerkennen, das sage ich an Eides statt, das ist meine Aussage, meine Meinung, meine Wahrnehmung dieser Dinge, Folgendes: Ich kiffe bei Gelegenheit. Nach eigenem Ermessen und in eigener Verantwortung. Und ich kann aus bestimmten Gründen nicht weiter tolerieren, dass ich ein Problem damit habe, weil ich fremden Vorschriften, die fremden Wahrnehmungen entsprechen, Folge zu leisten habe. Ich kann diesen Gesetzen und Moralvorstellungen nicht mehr Folge leisten, weil mir vollständig bewusst geworden ist, und vielen anderen offensichtlich noch nicht so ganz, dass alle anderen Menschen um mich herum eine vollständig andere Wahrnehmung von allem um sich herum haben als ich. Ganz unabhängig davon, dass eh niemand das Recht hat, sich über mich zu erheben und von mir Gehorsam zu fordern, und ich das auch mit niemand anderem mache, kann ich keinen Sinn mehr darin finden, anderer Leute Vorgaben zu leisten, weil ich weiß, dass alle um mich herum eine andere Wahrnehmung, nämlich aus ihren eigenen individuellen Blickwinkeln, auf alles habe, was ich anschaue. Mir ist also klar geworden, dass niemand anders auf dem Planeten weiß, wie ich das Kiffen wahrnehmen. Ich kann es Ihnen erzählen, aber was ich erzähle, können Sie nur gemäß Ihrer Erfahrungen interpretieren. Was Ihnen fehlt, um es exakt so wahrnehmen zu können wie ich, sind meine Erfahrungen. Und die summieren sich in folgenden Worten: Mir ist egal, was irgendwer vom Kiffen hält. Mit meiner Art THC zu gebrauchen, um dem daraus für mich resultierenden Nutzen für mich
und der dementsprechenden meinen Wahrnehmung hat das alles nichts zu tun. Ich erkläre kurz, wie ich das wahrnehme und warum, aber mir ist vollständig Schnuppe, was aus diesen Worten gelesen und in sie hinein interpretiert wird. Die Gründe dafür habe ich oben genannt. Ich kiffe seit 2004 unter einem ganz bestimmten Aspekt, und zwar so wenig viel, dass ich in dieser hektischen Welt ruhig bleiben kann. Und zwar ohne weitere Anstrengungen darauf verwenden zu müssen, aber dennoch produktiv bleibe. Ich merke schnell, wenn der Pegel erreicht ist, wo es genug heißt, und weiß, wann ich nachzulegen habe. Wenn ich das denn kann. Im Moment ist ja gar nicht möglich, ne? Seitdem ich das so handhabe, muss ich sagen, dass ich mich physisch, spirituell und auch in meiner Empfindung allem gegenüber in einem Maß entwickelt habe, indem ich mir selbst und meinen Vorstellungen vom Leben durchaus gerecht werde. Und das Recht, das so zu halten, lasse ich mir einfach nicht nehmen. Ich kiffe gern, weil das THC mich in eine Schwingung versetzt, in der ich mich daheim wohl fühle. Dabei würde mich niemand, der mich kennt, als einen süchtigen Junkie beschreiben. Ist nichts zu kiffen in der Nähe, dann ist nichts da. So wie jetzt. Und gut ist. Ich kann damit leben, wenn nichts da ist. Aber wenn was da ist, dann genieße ich es. Und freue mich über die Anwesenheit eines guten Freundes. Und fühle Ehrfurcht und Demut in mir. Demut allerdings nicht zu verwechseln mit Demütigung. Die erfordert nämlich Demut, die nie gefordert, sondern immer nur geschenkt werden kann. Ich würde nicht behaupten, dass ich mich nicht wohlfühlen kann, wenn ich nichts zu kiffen habe. Und auch nicht, dass es definitiv so ist, wenn ich kiffe. Aber die Tendenz liegt schon sehr offensehbar in der Richtung, dass THC mir dabei hilft, mich wohlzufühlen, ruhig und gelassen bleiben zu können und emotional über den Geschehnissen zu bleiben, den Überblick nicht zu verlieren und so bestmöglich in der Lage zu sein, mein Leben unter Kontrolle zu halten. Und wer könnte den Anspruch erheben, das besser beurteilen zu können als ich? Alle Bestrebungen, mich vom Kiffen abzuhalten, sprechen mir das Recht ab, THC als für mich sehr effektives Werkzeug zu nutzen, um mir genau diese Dinge entsprechend zu erleichtern. Und ich frage mich und jeden, der das hier hört, ernsthaft nach dem Sinn dieser Bestrebungen, also mich vom Kiffen abzuhalten. Wer bitte hebt jetzt die Hand und sagt, dass er nicht will, dass ich mein Leben unter Kontrolle habe? Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich eine Gefahr für mich selbst und oder mein Umfeld bin. Und dazu hätte ich dann bitte auch noch eine überzeugende Erklärung. Also andere Leute nehmen Ritalin oder sonstige Sachen, um ihr Leben unter Kontrolle zu halten, und die kriegen dann auch drauf, wenn sie es nicht nehmen. Ja, von solchen Leuten muss ich mir unter anderem auch sagen lassen, ich soll nicht so viel kiffen. Vielleicht solltet ihr mal kiffen, da braucht das Ritalin nicht. Aber du kannst ja keinen Kindern sagen, Dreijährigen, rauch mal eine Tüte, ne? Da gibt's ja einen Pillen. Wo wir gerade dabei sind. Ein Mensch kann zwangsweise in psychiatrische Behandlung gesteckt werden, und zwar nur dann, wenn er eine besagte Gefahr für sich selbst und oder sein Umfeld bedeutet. Ist er die nicht, kann, nein, darf er nicht eingefahren werden. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung und das habe ich sogar schriftlich. Allein die Frage nach dem Sinn danach, warum man dann Menschen das Kiffen oder sonst irgendein Werkzeug oder Verhalten verbieten kann und darf, wenn diese Bedingung nicht vorliegt, ist ein weiterer Grund für mich, nicht weiter tolerieren zu können, es mir verbieten zu lassen. Egal von wem, ob das irgendeine Obrigkeit ist oder irgendein Penis, der sich jede Wochenende säuft und andere Drogen nimmt und das dann halt und mir dann sagt, ich soll nicht kiffen. Und das gilt aus meiner Sicht für alles andere auch. Genauso macht es keinen Sinn,
für mich mehr, irgendwem irgendetwas vorzuschreiben, solange keine Gefahr besteht. Ich fahre übrigens auch kein Auto, wenn ich der Meinung bin, dass ich es im Moment lieber lassen sollte. Egal, ob das wegen Kiffen ist oder aus irgendeinem anderen Grund. Das ist, was ich unter Eigenverantwortung verstehe, die ich aber nur übernehmen kann, wenn ich mich dabei frei bewegen kann, in dem Rahmen, der für mich oder andere keine Gefahr bedeutet. Ich lasse mich in Fällen, in denen ich das durch mein Verhalten doch mal bin, gern darauf hinweisen, wenn ich es selbst nicht mitbekommen sollte. Aber ab hier und jetzt bin ich der Einzige, der letztendlich vorgibt, und zwar moralisch wie gesetzlich, was ich mache, sage oder denke. Ferner verweise ich an dieser Stelle ausdrücklich auf den Artikel 4 Grundgesetz Absatz 1 und 2, die mir meine Überzeugungsfreiheit zusichern. Das gilt zwar nur für Deutschland, aber da ich mich ja hier gerade aufhalte und die Menschen des Gesetzes Gehorsam von mir fordern, sage ich genau diesen Menschen mit diesen Worten: Es ist meine Überzeugung, dass niemand über oder unter mir steht. Ich habe anderen nichts zu befehlen und ich darf im Namen der allgemeinen Sicherheit mich nicht einfach blindlings Befehlen oder Gesetzen anderer folgen, egal mit was für Zeichen, Titeln und Orden sie ihre vermeintliche Autorität mir gegenüber demonstrieren. Weil ich dann nicht sichern kann, dass ich keine Gefahr für mich oder mein Umfeld darstelle. Ich gehorche einzig meinem Gefühl. Um es am Ende noch einmal klarzustellen, das hier ist keine Rechtfertigung, sondern eine Erklärung. Ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Ich habe natürliche Rechte, wie jeder andere auch, und nutze sie, wie hoffentlich bald jeder andere auch. Alles, was hier steht, beschreibt lediglich meine Sichtweise auf ein bestimmtes Thema. Und selbst wenn es ein Gesetz gäbe, das mir diese Sichtweise verbieten wollte, könnte ich sie nicht ändern, bloß weil es von einem anderen gewünscht ist, in dessen Wahrnehmungskonstrukt meine Wahrnehmungsdetails gerade nicht hineinpassen. Wahrnehmung kann bestenfalls inspiriert werden, aber niemals effektiv vorgeschrieben. Und wenn es eine ganze Armee von Politikern versucht, sich die Zähne daran auszubeißen und eine ganze Armee von Soldaten und Polizisten dazu missbraucht, das Gegenteil zu beweisen, es geht einfach nicht. Wahrnehmung kann nicht vorgeschrieben werden. Sucht euch eine Diagnose für Kranke wie mich, die einfach nicht blind gehorchen können, und findet euren Frieden. So wie ich. Auch ohne zu kiffen. Ja, so viel zu dem Thema. Da wird sich, glaube ich, auf lange Sicht erstmal nichts dran ändern. Deswegen kann ich das hier getrost auf YouTube im Video hochladen. Der Nächste, der mir sagt, ich soll weniger kiffen, kriegt als Antwort einfach einen Link zu diesem Video. Und Frieden. Ja, macht mal euer Ding. Packt euch mal an die eigene Nase. Sagt euch, ob ihr mehr oder weniger von irgendwas tun sollt. Aber spielt ja nicht die Oberlehrer für andere Menschen und lasst die mal einfach machen, was sie wollen. Ich lasse euch auch machen, was ich will. Ich kacke auch niemanden an, weil er irgendwas nicht so macht, wie ich es gerne hätte. Verdammte Scheiße, da könnte ich 90% der ganzen verdammten menschlichen Weltbevölkerung ankacken, weil sie immer noch nicht in der Lage sind, aufzuhören, sich gegenseitig in die Fresse zu hauen. Das ist aber okay so, ich akzeptiere das. Wenn ihr das braucht, macht ihr das. Lasst mich da einfach raus, ich mache es nicht und gut ist. Ja, so ist das. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal.